Willkommen zum dritten Teil meiner Videoserie Private Schifffahrt am Neusiedlersee und Anschaffung eines Segelschiffes. Zuletzt haben wir eigentlich nur über den Neusiedlersee gesprochen. Heute wollen wir ein wenig über das Schiff sprechen. Das Schiff in der Werft wird, wie bereits in vorherigen Videos erwähnt, ja teilweise nur vorbereitet und in Österreich dann fertiggestellt. Dazu gehört der Motorantrieb des Schiffes. Das Schiff wird in der Werft für den gewünschten Motorantrieb vorbereitet, jedoch der Motor wird durch den österreichischen Fachhandel dann in das Schiff eingebaut bzw. das Schiff komplettiert. Jetzt muss man ein wenig wissen, Innenbord- oder Außenbordmotor. Natürlich wäre ein Innenbordmotor die schönere Lösung, aber, und das war auch neu für mich, am Neusiedlersee verwenden die meisten Außenbordmotoren. Also bisher war es für mich so, eine Grundberührung mit dem Schiff ist ein totales No-Go. Am Neusiedlersee anscheinend nicht. Die Schiffe haben dort bei Unachtsamkeit im seichten Wasser doch sehr oft Grundberührung, wobei es den Schiffen keinen Schaden zufügt. Der Sandboden weicht aus, also die Schiffe halten das laut Aussage der Erfahrenen ohne Probleme aus. Allerdings, ein Innenbordmotor ist hier dann nachteilig. Denn ein Innenbordmotor würde ja unter dem Schiff am Rumpf befestigt und genau dort wäre dann das Problem, dass dann sehr wohl Schaden entsteht, wenn eben ein Bauteil aus dem Rumpf herausragt. Somit habe auch ich mich für einen Außenbordmotor entschieden, in der Werft den Außenbordmotor auch dahingehend bestellt, dass in der Werft ein sogenannter Spiegel am Heck des Schiffes praktisch montiert bzw. das Schiff so produziert wird. Ich habe mich jetzt einmal schlau gemacht, wie denn so oder was es denn so an Elektroantrieben gibt. Und ja, der Elektroantrieb mit der 12 Volt Autobatterie ist nicht mehr das, was es in der Technik gibt. Das hat sich extrem weiterentwickelt und hat sogar ein wenig Vorteile gegenüber zum Beispiel einem Verbrennungsmotor. Abgesehen davon, dass er ziemlich leise ist und eben auch keine Geruchsbelästigung verursacht, haben diese Motoren mittlerweile GPS-Steuerungen und Möglichkeiten zum Beispiel, dass ich mit Fernbedienungen diesen Motor manövriere, ohne dass ich hinten zum Beispiel beim Steuer stehe. Ich habe euch ein wenig einen Zusammenschnitt gemacht, was es da oder was da möglich ist. Und wie ein moderner Elektroantrieb für ein Schiff aussieht. Alte Elektroboote haben auf jeden Fall ausgedient. Moderne Elektroboote stehen einem Verbrennungsmotor oder Motorboot nichts mehr nach. Bereits der kleinste steckt voller Power. Mittels Ersatzakku hat man auch nie das Problem, dass man nicht mehr mobil ist. Und sollte beim Akkuwechsel ein Hoppala passieren, er kann schwimmen und ist wasserdicht.
Natürlich ist eine Vigo S26 mit diesem kleinen Motor nicht zu betreiben. Das Schiff bringt immerhin 1,7 bis 1,9 Tonnen auf die Waage. Das bedeutet, ein kleiner Außenbordmotor reicht hier nicht aus, aber es gibt ja den großen Bruder, der diese Leistung erbringt. Er kann ein Schiff bis zu 2,7 Tonnen bewegen. Das Um und Auf ist natürlich die Stromversorgung des Motors. Es dienen zwei Hochleistungsakkus, um den Motor zu betreiben. Die 12 Volt Autobatterien haben ausgedient. Wir reden hier von 48 Volt Hochleistungsakkus. Diese sollten ausreichen, um die Vigo S26 mit ca. 5 Knoten Geschwindigkeit 5 Stunden zu betreiben. Natürlich ist es nicht mehr notwendig, direkt an der Pinne zu sitzen. Mittels Fernbedienung kann der Motor von jeder Stelle am Schiff bedient werden und weiters ist der Motor mittels GPS gesteuert. So, das war's einmal mit diesem Teil der Videoserie. Ich hoffe, ich habe euch etwas Interessantes erzählt. Bis zum nächsten Mal. Danke.